Ja, wir sind da beim Stockschießen. Was ist das, ein nationaler Bewerb? Das ist ein nationaler Bewerb, regionenmäßig. Also wir haben jetzt Burgenland, Steiermark, Niederösterreich und oberösterreichische Mannschaft, eigentlich in der Ostregion, wo sie uns mitspielen. Mhm. Und da haben wir jetzt drei Mannschaften, also drei Partien. Mhm. Die spielen sie jetzt gerade das Finale aus. Mhm. Und ja. Das Sieger halt, der kriegt einen Wanderpokal, der kann sich da mithaben. Das ist im Prinzip fast das Gleiche, wie kann man sagen, von den Regeln her, wie beim Eisstockschießen. Es ist dasselbe wie beim Eisstockschießen. Nur da ist, haben wir jetzt, weil wir die Bahnen nicht so haben, also wir sind offizielle Bahnen, und da haben wir ein Straßenturnier und da haben wir auch Straßen gesperrt von der Gemeinde bekommen, da wird mit Bahnen einzeichnen und da spielen wir auch. Ja. Alles klar. Ja, ja. Und jetzt im Finale stehen drei Mannschaften? In dem Finale stehen drei Mannschaften und wir kriegen einen Wanderpokal mit nach Hause, der was hoffentlich nächstes Jahr wieder aus wieder zurückkommt. Ja. Genau. Ja. Okay, dann sage ich schon Danke dabei. Ja, wer sind die drei Mannschaften die jetzt? Die drei Mannschaften sind Neunkirchen, ja. Drösing und Breitenweiler. Okay. Also alles niederösterreichische Mannschaften, obwohl die Hochburg Steiermark auch da war. Na ja, dann. Ja. Okay, danke schön dabei. Und da spielt jetzt wer? Da spielt jetzt Breitenweiler gegen Straßkirchen. Okay. Ja. Und der, was nicht mitspielt, kann aber im Fall, wenn Breitenweiler knapp gewinnt, können die, was zuerst verloren haben, durch die Quote eigentlich einen Tagessieg auch noch holen. Also es entscheidet sich jetzt erst wirklich, wer einen Tagessieg holt. Alles klar. Die Seestürze im Zusammenhang da verdauen. Und wer hat jetzt noch die älteste Chance? Alle. Wenn Breitenweiler hochgewinnt, haben sie es. Wenn Straßkirchen gewinnt, haben sie sowieso, weil sie zwei Siege haben. Spannend. Und beim Breitenweiler niedergewinnt und Drösing hat sehr hoch gewonnen, haben sie eine gute Quote, dann kann Drösing trotzdem einen Tagessieg machen. Ist nicht so einfach, aber es ist so. Wie beim Fußball mit der Fertigkeit. Das erzählt das im Kasten. Nein! Wien auch, ja. Und trotzdem spielen sie uns in Niederösterreich das Finale aus. Bravo, bitte. Ja. Also sind wir sehr froh. Steirer, Burgenländer und Oberösterreicher. Sind einmal die Hochburg von. Der Tagessieg ist natürlich der beste von Volk, der Sieg von Ole. Ne? Also, und das bezahlt in so einer Tabelle oder? Tabelle nicht, aber das ist natürlich eine Anerkennung für die Leute, also wenn es die. Das ist keine Meisterschaft in dem Sinn, aber es ist trotzdem eine Turnierform. Ja. Ja, das ist ein Wunder.
Dominik, warum nimmst du den nächsten Stock? Das ist ganz genial, gell? Ja, das ist ganz genial. Wir müssen da jetzt Turniersieg, wie fühlt man sich? Wie fühlt man sich? Naja, wir haben in der Früh den Maxl hertragen und wir wollten ihn wieder mit heimnehmen und die Gegner waren so nett und haben uns den gewinnen lassen und jetzt haben wir ihn wieder mit heim. Sehr sportlich, gell? Gell? Ihr seid von Dreiskirchen? Wir sind von Dreiskirchen, gell? Mhm. Ja, aber ein ziemlich starkes Konkurrenztag gewesen, gell? Seid ihr nicht, waren nicht in den Niederösterreicher da? Ne? Ja, voriges Jahr waren ja noch mehr da, aber durch das, dass ihr ein Chaos gehabt habt, ne, waren heuer nicht so viele da, aber... Perfekt. Es hat passt für uns. Also der Pokal geht wieder zurück nach Dreiskirchen. Genau. Lass den Bürgermeister schick grüßen. Okay, wir sind aussichten. Gut, führt euch gut. Danke noch. Ja, ganz eine super Veranstaltung. Also der Stocksport hat da scheinbar Hochkonjunktur in der Schwager. Naja, der Stocksportverein, der ist sehr, sehr aktiv. Die machen da immer ein sehr großes Turnier. Das war früher am Rübenplatz und seit 2 Jahren ist es mitten in der Stadt, eben da auf der Heide und in der Allee und hier natürlich am Schulsportgelände. Heute sind 28 Mannschaften haben da mitgespielt aus Niederösterreich, Oberösterreich, Wien und der Steiermark. Also kommen sehr, sehr viele. Man kennt sich da, das ist eine große Stocksportfamilie, denn die Wagramer fahren ja auch zu vielen Turnieren in andere Gemeinden und dann kommen die natürlich auch sehr, sehr gerne. Und das freut mich auch als Bürgermeister, wenn 150, 200 Personen aus anderen Bundesländern oder aus anderen Teilen Niederösterreichs nach Deutschwagram kommen und sich hier wohlfühlen. Also das passt sehr, sehr gut und ich muss dem Stocksportverein wirklich gratulieren zu der sehr gelungenen Veranstaltung. Heute passt auch das Wetter ideal. Voriges Jahr war es ein bisschen wechselhaft, aber heute ist es ideal und man merkt, die Stimmung ist ausgezeichnet. Man kennt sich, der Schmäh läuft, wie man so schön sagt, aber auch das Sportliche hat gepasst, also alles gut. Es muss eine wahnsinnige Vorbereitung sein, so ein Turnier zu organisieren. Und ich glaube, da muss ja die Gemeinde auch mitspielen, weil es sind, glaube ich, Straßen gesperrt worden und so. Es ist gar nicht so einfach gewesen. Natürlich ist das sehr viel Vorbereitung vom Verein mal. 28 Mannschaften, das muss mal alles funktionieren. Dann natürlich hier alles aufzubauen, die Logistik zu haben. Für jede Mannschaft haben sie ja sehr, sehr viele Preise, wie man gesehen hat. Auch für die Letzten, da bekommt jeder sehr, sehr viel. Und jetzt ist noch die große Tombola.
Aber natürlich geht das nur auch in Zusammenarbeit mit der Gemeinde, weil da Straßensperren notwendig sind, Umleitungen notwendig sind. Da muss man die entsprechenden Verordnungen erlassen, das genau durchsprechen. Aber diese Zusammenarbeit funktioniert sehr, sehr gut. Das wurde ja vom Verein auch mehrfach bestätigt. Und ich habe gesagt, wenn Sie das hier machen wollen, werden Sie von mir unterstützt. Und man merkt ja den Erfolg. Und ich denke, eine sehr gelungene Veranstaltung. Und es ist ja gut, wenn aus allen Teilen Niederösterreichs und aus anderen Bundesländern hier Gäste sich bei uns wohlfühlen, und genau das soll es sein, und das belebt den Ort, und ich muss Ihnen wirklich gratulieren. Da steckt ja sehr, sehr viel ehrenamtliche Arbeit dahinter, und wie gesagt, ohne die aktiven Vereine, ohne die vielen Ehrenamtlichkeit würde unser Land um sehr, sehr vieles ärmer sein in jedem Bereich, natürlich auch im sportlichen Bereich, und daher bin ich sehr, sehr froh und wird das von mir auch sehr unterstützt. Und wunderbar, dass regionale Produkte dann auch als Preise hergeben werden. Ja, natürlich, wenn die Steirer dann Zwiebel, Karotten, Erdäpfel aus dem Machfeld mitnehmen, so ist das durchaus, sind das durchaus auch Werbeträger sozusagen, die Geschenke, die weitergegeben werden, und da passt alles stimmig zusammen. Dann sage ich recht herzlichen Dank, bis zur nächsten Veranstaltung. Ja, bitte gerne, alles Gute. Ich möchte bitte, ich habe mich sehr schön bedankt, unser lieben Bürgermeister Fritz Wirt, ohne den seine Zusammenarbeit mit uns, das nicht möglich wäre, und ein paar Worte bitten. Danke, lieber Christian. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, geschätzte Gäste aus dem Land, ja, liebe Stocksportfreunde, liebe Stocksportfamilie, glaube ich, kann man das sagen, wenn ich da in die Runde blicke. Ich bin begeistert von der Veranstaltung, die da sehr harmonisch abläuft. Natürlich ist es auch ein gewisser Wettstreit, aber man merkt, der Gemeinschaftssinn steht im Vordergrund. Und ich möchte wirklich ganz, ganz herzlich gratulieren. Und ich freue mich natürlich, dass so viele Gäste aus Niederösterreich, aus allen Teilen Niederösterreichs, aus Oberösterreich, aus der Steiermark, aus Wien, den Weg nach Bad Schwagram gefunden haben. Und ganz, ganz herzlich möchte ich unserem Stocksportverein aus Bad Schwagram für die Organisation gratulieren. Und ich denke, ihr seid mit mir einer Meinung, dass sie das hervorragend machen. Und daher gebührt Ihnen mal ein ganz, ganz großer Applaus. Daher von meiner Seite nochmals ein großes Dankeschön an die vielen, vielen freiwilligen Helfer. Der Obmann steht natürlich vorne und der Christian ist am Mikrofon, aber ohne die vielen, vielen fleißigen Hände im Hintergrund, die das alles aufbauen, die für die Verpflegung sorgen, die für die Tombola sorgen, die für die Preise sorgen, für die einzelnen Vereine, die mitmachen, die geht das natürlich gar nicht. Und heuer spielt auch das Wetter mit. Im Vorjahr war es ja nicht ganz so gut, also wenn es keine Absage gegeben hat, dann weiß man, die Organisation funktioniert, man kommt gerne nach Bad Schwagram. Bad Schwagram, der Stocksportverein, ist ein guter Gastgeber, daher nochmals dazu herzlich gratuliert. Und soweit ich weiß, sind ja die Oberösterreich und vor allem die Steiermark ganz, ganz stark im Stocksportverein und im Stocksport insgesamt. Aber heuer hat es in Niederösterreich ein Finale gegeben und zwischen Breitenweider, die sich aber dann dem späteren Sieger Dreiskirchen geschlagen geben musste. Und daher eine herzliche Gratulation und großer Applaus an den Tagessieger Dreiskirchen des heutigen Turniers. Herzlichen Glückwunsch! Und ich habe das Finale mitverfolgt, also da wurde schon hochklassig gespielt, und in diesem Sinn euch allen ein herzliches Willkommen nochmals, dass ihr in der Schwagram zu Gast seid und dem Stocksportverein gratuliert als hervorragender Veranstalter und natürlich den Siegern, den Dreiskirchnern zum ersten Platz. Alles Gute, schön, dass ihr bei uns seid, noch einen schönen Nachmittag. Dankeschön. Bürgermeister, da gibt es nichts. Ja, das ist fair, da ist noch. Danke so. Lokalrunde!